Fußball 2000, beziehungsweise Peter Fischer 2000. Peter gibt einen aus. 24 Jahre Peter Fischer gehen zu Ende. Und wir haben ihn natürlich nicht gehen lassen, ohne dass er uns ein Interview gibt. Dafür lasst ihr mal ein Like da, dafür kommentiert ihr die Hölle in die Kommentare. Und ich gucke mal, ob hier noch was drin ist. Leider nicht. Peter Fischer. Fußball 2000. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Es ist mir eine absolute Ehre. Ich kann auch immer noch nicht fassen, dass die Präsidentschaft von Peter Fischer zu Ende geht. Peter, grüß dich. Hi, Basti. Lange nicht mehr gesehen. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Weil mir so viele Fragen im Kopf sind. Ich stelle jetzt einfach mal die erste Impulsfrage, wie ich das in anderen Sendungen immer mache. Was ist der absurdeste Moment, den du in deiner Präsidentschaft bei Eintracht Frankfurt so erlebt hast, der dir als allererstes jetzt einfällt? Absurd. Ja. Weil ich glaube, dass dich fragen nicht alle nach Barcelona, nach Sevilla, bla bla. Aber was ist so ein Moment, wo du sagst, wo du gedacht hast, hä? Wie bitte? Ich hab Peter. Wie kommt man nach Aue? Wie kommt man nach Aue? Wie kommt man nach Aue? Und Wolfgang Stäubing gesagt hat, da kommt man gar nicht hin, da fliegen wir jetzt im Helikopter hin und haben mitten auf dem Fußballplatz sind wir da gelandet. Welches Spiel in Aue war das? War das das, wo es so heiß war, wo die Eintracht ausgeschieden ist, oder war das ein anderes? Nein, nein, das war ein anderes. Ich war aber auch da, als wir im Pokal ausgeschieden sind. Ja, verbindet eine bestimmte Freundschaft irgendwie nach Aue mittlerweile. Ganz komisch, weil das war immer so das Negativste, was dir passieren kann, ist, du musst nach Aue. Weil da kommst du ja gar nicht hin. Das ist ja das Ende dieser Welt. Und trotzdem, Gastfreundschaft, Hotel. Und der Friseur hat 5 Euro gekostet, werde ich nie vergessen. Und der Nudeltopf hat 3 Euro gekostet, der war auch ganz geil. Ja, war wirklich so 5 Euro. Und der Franzke vom Kicker, nicht geglaubt, auch für 5 Euro, auch Haare schneiden gegangen. Das ist mir tatsächlich absurd genug. Du hast die Verantwortlichen von Aue angesprochen. Was ich mich frage, du bist ja unfassbar viel unterwegs gewesen, auch mit der Eintracht. Ich meine, wir als Fans haben es mitgemacht, aber du warst ja überall und überall dabei und dann auch nach dem Spiel. Was ist die coolste Delegation von irgendeinem anderen Verein, die du kennengelernt hast, wo es vielleicht dann abends auch mal länger wurde? Sofia. Sofia? Ja. Darfst du erzählen, warum? Nein, weil da müsste es erstmal die Klappe kommen, freigegeben ab 25 okay. Oder ab 30. Ja, Sofia, die waren, versuche ich das mal so zu sagen, also auch da. Der Präsident und das Essen und das danach war sehr lustig und das nicht nur wegen Alkohol. Tatsächlich, also Sofia scheint ein Geheimtipp zu sein. Ja. Ich habe dich schon nach absurden Gefragen gefragt. Ich habe die ganze Zeit im Kopf und ich vergesse immer, wenn wir uns treffen, dich das zu fragen. Du hast so viele Sachen gemacht. Du warst nicht nur Eintracht-Präsident, du hast Werbeagenturen gehabt. Wenn ich in Ibiza bin und deinen Namen sage, brauche ich die Drinks nicht mehr zu bezahlen. Du hast Diskotheken gehabt. Aber du hast auch ein Fachgeschäft für Tennisbekleidung gehabt. Woher weißt du das? Wimbledon Tennisagentur. Wie ist das gekommen? Hatte damals mit dem einen oder anderen Tennisspieler zu tun. Hier in Deutschland Gideon Hilb, aber auch Rod Frawley. Unglücklich Halbfinale Wimbledon übrigens ausgeschieden. Und ich mitbekommen habe, dass einfach Tennisbälle und Tennisbeseitungen und Schläger unglaublich teuer sind für die ganzen Kiddies, wirklich teuer sind. Und gedacht habe, da muss es doch irgendwie einen Weg geben, dass du dort also für kleineres Geld drankommst und das Günstige abgeben kannst. Die Idee war gut, der Erfolg weniger. Das kenne ich auch aus meinem Leben. Die Idee war gut, der Erfolg weniger. Lass uns trotzdem, wir müssen zur Eintracht kommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht fangen wir ganz am Anfang an. Wie ist das denn eigentlich? Man geht irgendwann abends ins Bett und weiß, dass man am nächsten Morgen dann Eintracht-Präsident ist. Wie war dein erster Morgen als Eintracht-Präsident? Da stehst du auf und denkst, ja, also ich habe hier ein paar Sachen gemacht in meinem Leben, jetzt kommt halt Eintracht-Präsident dazu. Also wie ist denn dieser Morgen, wie war der für dich? Wie hat sich das angefühlt? Also ich kann mich daran und könnte mich daran auch gar nicht mehr erinnern, weil man die ganze Nacht versucht hat vorher, mich zu belügen und zu betrügen, dass ich das werde. Und man mir immer mehr Ramazzotti auf Eis eingegossen hat,
dass sie immer geglaubt haben, aber ich bin zu stabil, trinkstabil. Und deshalb wurde das, es wurde früher morgen. Und es war auch in einer Privatwohnung. Bin dann auch von da aus nach Hause gelaufen, sage ich weder wegen Alkohol, sondern um die Ecke. Daran kann ich mich noch erinnern. Und habe gedacht, du meine Güte, wem sagst du das denn? Wem? Also da gibt es ja eine Familie und da gibt es Freunde und da gibt es einen Partner, eine Agentur oder so. Ich ja. weiß, auf einmal ging es mir gar nicht darum, was für einen Scheiß ich da jetzt gerade mache oder was man mir da reinsingt, sondern wem und wie erklärst du das anderen Menschen? Das war schwer, das war wirklich schwer und da hatte ich auch die Hosen ganz schön voll, muss ich wirklich sagen, weil das ist nicht überall so gut gelaufen. Ich kann mich an niemanden erinnern, der mir um den Hals gefallen ist und hat gesagt, boah, Eintracht, das ist super, eine tolle Entscheidung, das hast du aber gut gemacht. Ich kann mich an niemanden erinnern, ich kann mich nur an anderen erinnern, die mich für völlig bekloppt gehalten haben. Also ich muss sagen, ich bin dann für diese Ramazzottis tatsächlich sehr, sehr dankbar. Weil was dann danach passiert ist, also ich glaube, aus vielen Ramazzottis sind schon schlimmere Sachen entstanden, als dass du dann Eintracht-Präsident geworden bist. Glaube ich auch, ja. Glaube ich auch. Tatsächlich so. Also vielen Dank an den Ramazzotti. Ja. Weil diese Entwicklung, die dann stattgefunden hat, die ging ja nicht sofort los. Aber wenn wir sie gesamt betrachten, ist die ja unfassbar. Also ich sitze immer noch manchmal zu Hause und babbel mit meinen Freunden oder wir gucken uns Ausschnitte an, dass wir uns fragen, wie konnten wir dieses Finale in Sevilla live dort überleben? Also, weißt du, was ich meine? Also, man sieht das ja im Nachklang. Und immer, wenn die 118. Minute kommt und da Kevin Trapp hält den Ball und Jakic köpft das Ding raus, ich habe immer noch Angst, dass dieser Ball reingeht. Ja. Und ich kann das gar nicht genießen. Man denkt dann immer, man guckt sich das Finale an, haha, geil. Ja, ich will das gar nicht mehr sehen, weil ich dann einfach wieder fast, ich will es was sagen, retraumatisiert werde. Also, diese Entwicklung, du hast gerade gesagt, du hast ein paar Ramazzotti getrunken, warst plötzlich Eintracht-Präsident, hast dich nicht getraut, irgendwann zu erzählen. Und irgendwann hast du einfach einen fucking Europapokal in der Hand. Sag mir bitte, was du da gedacht hast. Oder hast du überhaupt irgendwas gedacht? Oder hast du gedacht, ich mache das ganze Ding jetzt voller Ramazzotti und gucke, was passiert? Nein, gar nicht. Was auch ganz lustig ist, ich kenne auch die Torschützen nicht, außer dem Boré. Und da gucke ich eigentlich wirklich nicht hin. Es läuft ja ab und zu mal. Warum auch immer merke ich, dass mein Kopf eher runtergeht. Ja, man kriegt Angst. Obwohl ich das Ergebnis irgendwie erkenne. Ich weiß genau. Also ich weiß, mein Sohn hat nicht, da... Nicht, dass der doch noch verschießt. Genau, mein Sohn hat das vor kurzem übrigens mal zu mir gesagt. Kam auch so irgendein Lacher auf Eintracht, irgendwo lief das. Und da war auch der mich auch für fürchterlich begrüßt. Papa, meine Güte, wir haben das Ding doch gewonnen. Warum guck? Ja, weil ich irgendwie, du glaubst doch nicht im Ernst, dass er den jetzt so beischießt oder was? Also hat mir auch so eine ganz interessante Familiendiskussion. Also geht mir ähnlich, ist einfach so. Aber ich weiß, dass ich mit dem Pokal, hab das auch bei euch gesehen, hier hing gerade ein Bild, direkt auf dem Spielfeld irgendwann danach mit dem Ding rumgelaufen bin und bin auch an der Kurve vorbeigelaufen. Magic. Absolut Magic. Ich finde auch, dass man das auch heute noch gar nicht so gut beschreiben kann. Also, nee. Du hast gerade die Fans angesprochen. Ich finde, und ich spreche zumindest für mich, dass du bist auch ein großes Verbindungselement immer zwischen Fans und Verein gewesen und Fans und AG und so weiter und so fort. Ich meine, man sieht ja bei anderen Vereinen zum Beispiel, wo auch wirklich Gräben entstanden sind, die nie wieder zugegossen werden konnten. Also ich glaube, dass viele, viele Vereine Präsidenten hatten oder Verantwortliche, die das halt, glaube ich, nicht so zu schätzen wussten. Woher kommt das bei dir, dass du immer wusstest, die Fans sind ein sehr, sehr wichtiger Teil von Eintracht Frankfurt, weil es macht wahrscheinlich jetzt, wenn man drüber redet, Sinn, aber es sehen ja auch nicht alle Verantwortlichen so. Also wo kam bei dir diese Erkenntnis zu sagen, ey, Eintracht Frankfurt, klar, wir hatten immer geile Spieler und J.J. Okocha und Uwe Bein und wer da alles kam. Aber eigentlich ist das Wichtigste, was die Eintracht hat, diese Familie, die du ja dann auch mitentwickelt hast. Wo fängt das an? Weil also bei mir selber, dort aus der Kurve, dort aus dem, die andere erzählen ja überall, was für ein Blöcken sie waren, okay. Ja, und was sie erlebt haben. Ich habe das erlebt und bin dann mit meinem bequemen Arsch über die Gegentribüne im Laufe der Zeit mal bis zur Haupttribüne gerutscht. Nein, mir war das, und ich natürlich auch die Auswärtsfahrten und nicht nur Rostock, sondern auch davor alle Scheiße. Also eine Menge von Dingen mitbekommen und auch immer die Frage, wem gehört der Fußball? Heute unter der wirtschaftspolitischen Gesichtspunkt nochmal eine ganz andere. Wem gehört der Fußball? Der Fußball gehört den Fans, der gehört den Menschen, die dort ins Stadion gehen und die ihn angucken und die begeistert sind. Und für mich war
es immer, und das sieht man ja schon an der Gründung, und das ist ja der erste Meilenstein auch in der Karriere für mich als Präsident, Gründung der Fan- und Förderabteilung. Also ganz klar zu machen, das ist ein so wichtiger Teil in einem Verein, sind eben unsere Fans mit allem, was dazugehört. Und die werden von vielen Menschen überhaupt nicht wahrgenommen oder werden respektiert, weil Fans ganz schnell durch Berichterstattung in eine Bebe-Ecke immer nur kommen. In der Gesamtheit auch. Bebe, Bebe, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Was alles nicht stimmt und was wir hier auch alles gar nicht klären können. Wichtig ist für mich eins, es ist ein Teil des Vereines, ein wichtiger Teil dieser Familie. Und ich würde mal sagen, die Ersten, wenn wir, und ich versuche das, und ich bin keiner, bin Kriegsdienstverweigerer, deshalb darf ich das sagen, und wenn die Eintracht in Krieg ziehen müssen, wären sie ja die Ersten, die für uns da wären. Sie wären die Ersten, die uns helfen würden. Auf Fans konnten wir uns immer verlassen, in guten wie in schlechten Zeiten. Die haben ihre Sparbüchse zur Eintracht gebracht. Also deshalb gibt es bei mir, wenn es um die Diskussion Fan geht, gibt es viele Dinge, die ich, und das sage ich auch ganz deutlich, und die auch richtig scheiße finde, aber ich lasse nie etwas dazwischen kommen, zwischen Fan und Verein, nie, geht nicht über meine Zunge. Ich glaube, dass du das ganz gut beschreibst, weil du redest ja immer auch von der Eintracht-Familie und in den Familien gibt es ja auch Stress. Klar. Ich glaube, das ist das, was Leute auch verstehen müssen, dass man sagt, ey, ich vertraue nicht blind meiner Familie, aber es ist halt am Ende immer noch eine Familie und wenn es hart auf hart kommt, hält man zusammen. Und ich glaube, dass du das bei Eintracht Frankfurt, ja, meiner Meinung nach fast beispiellos geschaffen hast, weil ich glaube, dass wir das in den Europapokalsaisons und in Erfolg dann gesehen haben, dass das halt in weniger erfolgreichen Zeiten trotzdem beibehalten wurde. Das wurde ja dann quasi belohnt. Also ich glaube, wenn du mir über Verantwortliche in Sofia erzählst, gehen die in Barcelona noch ans Telefon oder reden die bis heute nicht mit dir? Weil das ist ja auch so ein Moment gewesen, wo du dachtest, ey, hier sind jetzt auf einmal 40.000. Also wie ist dein Verhältnis zu Barcelona aktuell? Also den Gag, der ist leider nicht so richtig medial durchschlagen können. Frauen spielen Champions League gegen Barcelona und ich eben mal in der Tourismusförderung so angerufen, uns fehlen noch 15.000 Karten für das Spiel unserer Frauen Champions League in Barcelona. Was haben die da gesagt? Also mein Spanisch hat dafür zweifelsohne gereicht, aber das war irgendwie, kam überhaupt nicht an, was und nein und das haben wir gar nicht und geht und wir sind dafür irgendwie gar nicht zuständig und so. Also es war einfach wirres Zeug, da hat sich jemand als Legastheniker ausgegeben und hat sich da rausgewunden. Die in Barcelona, wo ich so viel Respekt und Ehre verloren habe, von einem Präsidium oder von einem Präsidenten, ich immer hoch angesiedelt habe, ein hoch angesehener, hoch ehrwürdiger Verein, den ich ja nun auch als Fußballer in der Geschichte lange begleiten konnte. Die Vollversager, die Volldeppen, die absoluten, das Mieseste, was es gibt, die nichts getickt haben, die nichts auf die Reihe bekommen haben, die auch bis vorm Spiel an nichts geglaubt haben. An gar nichts geglaubt. Es wirkte so tatsächlich, weil wir hatten ja alle Angst. Oh Gott, wir haben neutrale Karten, komme ich hier durchs Drehkreuz und so. Ja. Also die haben wir mit offenen Armen empfangen. Absolut. Und gesagt, oh, komm rein. Absolut. Wie so eine eskalierte Facebook-Party. Ja, ja. Also, oh, da wird schon nicht so viel kommen. Ja. Nein, es war, die uns nichts geglaubt haben, die uns ausgelacht haben, die uns als Idioten bei dem klassischen Vorabendessen oder Vormittagslunch immer, die vorgeschrieben sind von der UEFA, Frankfurt, ja, da gibt's einen Flughafen. Ja, nee, da war ich auch schon mal, als ich nach Tralala geflogen bin oder so. Also wir spielten in dem Begrifflichkeit Wettbewerb und Fußball überhaupt keine Rolle. Und uns gab's da gar nicht. Und deshalb auch das Verhalten danach, das erste der Chef der Karteverkäufer rauszuschmeißen am nächsten Tag, ja. und Präsidium umzugestalten und zu machen und Kartevergabe jetzt nie mehr so und Auswärtskarte gibt es überhaupt gar keine mehr und Gott weiß was alles. Also Volldeppen. Ja, Grüße nach Barcelona, Peter. Es gibt natürlich
in diesen Zeiten, gerade wenn du jetzt aufhörst, 1000 Interviews und die werden dich alle nach Sevilla fragen, dies, das, Ananas. Gibt es vielleicht einen Moment, der dir besonders im Gedächtnis ist, der wunderschön war, der aber vielleicht jetzt außerhalb dieser Mainstream-schönen Momente ist? Weißt du, was ich meine? Irgendwelche auf der Geschäftsstelle, irgendwelche rührenden Momente, wo du jetzt direkt dran denkst? Nein, es gab also immer wieder, also für mich nachvollziehende emotionale Momente, also mit Menschen, mit denen ich ja zum Glück also heute noch zu tun habe. Zum Beispiel, wir haben jetzt lang genug Flur an Flur und Tür an Tür gearbeitet. So ein Alex Meyer, wo ich wusste, das letzte Mal oder was. Genauso wie in Schur oder Bindewald, die ich permanent sehe oder was. Wahnsinn, was du alles erlebt hast. Das wird mir immer wieder klar, weil klar ist, diese letzte Zeit hat schon viel Aufmerksamkeit gefressen, weil wir vom Pokalsieg bis zum Europapokalsieg war das wie uns alle schon raus. Aber du sagst es ja. Es gab ja auch Tore gegen Reutlingen ziemlich spät und so ein Kram. Klar. Also. Aber die ich so live erlebe danach, also die, wo ich unten Adrenalin und alles hatte und Schweißausbrüche und Hände vorm Gesicht, mit denen ich dann danach permanent Begegnungen habe und mit denen ich permanent in diesem Leben zusammen bin. Jetzt Gänsehaut, wenn's und das ist. Und das ist bei mir immer noch so. Und da bin ich auch wirklich froh, dass da so ganz unglaublich viele emotionale Momente sind. Genauso wie ich einfach noch viel Kontakt auch zu Trainer habe oder so, die ich mir das, wenn ich denke, mit keinem Geld und nie abgestiegen, Friedhelm Funkel, musst du heute noch einen roten Teppich hinlegen, wenn du dir mal Mannschaftsaufstellungen anguckst. Mit dem kann man auch Spaß haben, den habe ich mal auf Mallorca getroffen, liebe Grüße. Mit dem kann man auch Spaß haben, ne? Musst du nur mal in Frankfurt in die BBK gehen und fragen nach Friedhelm Funkel. Mit dem kannst du, und dann noch der Karnevalsmann, der Training so gelegt hat, dass er zu den Karnevalssitzungen hin und her fahren konnte mit dem Intercity. Nein, viele, ob das jetzt auch die letzten waren oder ob das Fee war, egal, zu allen, da gibt es ganz viele Erinnerungen. Also bei Armin werde ich nie vergessen, warst du 100% auch, Bordeaux, Orange, Bordeaux, die ganze Stadt. Und der Armin immer so eine Distanz auch zur Kurve und sowas hat. Ja, stand er mit der Fahne, Pressekonferenz. Und ich gesagt, Pressekonferenz, scheiße, Pressekonferenz, für was? Ende Gelände. Da draußen rufen die deinen Namen. Wie, mein Namen? Ja, die rufen Armin. Sag ich, pass auf, es war ein weiter Weg von dieser blöden kleinen Räumchen Pressekonferenz raus in die Kurve. Und als dann auf einmal ein Armin Fee zum Schluss dann noch mit der Fahne schwenkend war und auf dem Rückweg als hingelaufen sind und sagt, ein unglaublicher Moment in meinem Leben. Ein unglaublicher Moment. Tatsächlich. Es gibt so viele unglaubliche Momente, wir könnten sie jetzt alle aufzählen, aber uns rennt die Zeit davon. Deswegen will ich hier auch nochmal die Zeit nutzen, einfach Danke zu sagen, Peter. Einfach von Herzen Danke für das, was du für diesen Verein, auch für diese Stadt getan hast, wie du uns repräsentiert hast, weil du kannst es machen und du machst es auf eine Art und Weise, die, ich kann jetzt auch dann wahrscheinlich nur für mich sprechen, aber die mir viel bedeutet, weil ich weiß, wie du Frankfurt repräsentierst, dass es manchmal rau ist, dass es aber immer ehrlich ist, dass es klare Kante zeigt gegen Strömungen, die man nicht haben will. Du hast die Eintracht mit begleitet, wir haben unglaublich viele Mitglieder, du hast Unglaubliches geleistet und ich will einfach, dass du es vielleicht in diesem ganzen Wust von Blaberei und Blablabla einfach mal annimmst und ich will einfach nur Danke sagen, mein Lieber. Ich sag auch Danke, wirklich aus tiefem Herzen, dass du ein Guter bist, das wissen alle, aber es gibt auch nach Präsident noch Begegnungen, wo wir auch noch Spaß mit unserer Eintracht haben. Das kannst du für immer und ewig hier auf Zelluloid abgebildet finden. Das über die BB-Barene, wenn die Kamera jetzt aus ist. Pam, pam. Sehr gut. Ja, bewegte Jahre, bewegtes Interview. Ihr könnt euch hier in der Doku, die der Hessische Rundfunk über Peter Fischer gedreht hat, nochmal wirklich geben, was alles passiert ist. Man kriegt das gar nicht mehr zusammen. Klickt euch hier rein. Komplett wilde Zeit. Einfach 24 Jahre. Der größte Teil meines Lebens. Hier, Peter Meder.